Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Yu-Gi-Oh! Karten-Opening hier bei Gadget Games. Und heute schauen wir uns das neue Set Fists of the Gadgets an. Wir haben ja ein bisschen Support für die Feuerformation oder für den Feuerformation Archetype. Für die Gadgets ist ein bisschen was dabei an Reprints. Wir haben neue Archfiend-Karten. Hatten wir uns ja schon im Kartenspoiler ein bisschen angeschaut. Auch nette Reprints wie die versteckte Stadt sind dabei, irgendeine Seed für die Drudraco-Spieler und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht so lange hier Zeit und wollen die Booster aufmachen. Bleibt bei dem Video auf jeden Fall bis zum Ende dran. Eventuell gibt es da ja wieder was zu gewinnen. 24 Packs haben wir mit 5 Karten pro Booster. Und dann schauen wir mal, Anlaufbefehl, Ausrüstungswechsel, also das sind dann auch die neuen Gadget-Karten, Rasterliga, Bruderschaft der Feuerfaust, Tigerkönig bekommt einen Super Reprint, Hungergift, Fusionsdrache und unser erstes Secret ist ultimative Feuerformation, Sinto. Es gibt wieder ein paar Shortprints, die meisten davon sind die Feuerformation-Karten, aber auch die versteckte Stadt zum Beispiel ist bei den Super Rares eine Shortprint, das ist natürlich sehr, sehr schade, hoffentlich ziehen wir wenigstens eine. Gelber Apparat, Widerwort Lanzenträger, Schluss Kodiersprecher, Feuerformation Yoko und Secret Rare Feuerformation Tenki. Ich glaube, die würde man dann schon gern jetzt dann in Secret als Playset haben. Gute Karte. Natürlich auch im themeneigenen Deck. Grüner Apparat dann als Super Rare, Signed Konflikt, Amorphage Faulheit als Super Rare Reprint. Secret Rare in Shining Victories gewesen, Majestät Mädchen, die wahre Drachowirkerin und Secret Rare Aufstieg des Erzunterwäldlers. Er bekommt ja eine Synchro, eine Fusion, ein Nixis und ja, was fehlt noch? Ich glaube, es war ein Ritual oder war es ein Link? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Lassen wir uns überraschen, vielleicht ziehen wir es ja. Ich würde fast eher auf Ritual tippen. Chronograph Zauberer, ebenfalls netter Reprint, kann man denke ich mal auslegen. Anlauf, Gefreiter, Command Dynamo, dann Amorphage Unzucht, auch teurer gewesen dann als Ultra aus Shining Victories, Widerwort, Lanzenträger und Bruderschaft der Feuerfaust, Widder. Ich weiß gar nicht jetzt genau, was die Shortprints waren. Ich glaube, Elefant und Adler waren auf jeden Fall dabei. Der Widder jetzt nicht unbedingt. Das Feuerfaust-Thema handelt ja ein bisschen um verschiedene Tiere. Bruderschaft der Feuerfaust Gorilla hier zum Beispiel als Reprint. Tensu und Feuerformation Ingen als Secret Rare. Also immer 4 Supers, eine Secret. Und wir schauen mal, wie oft zum Beispiel auch die versteckte Stadt dabei ist. Da reden wir davon. Und wir ziehen sie als Shortprint. Mal sehen, vielleicht ist sie mehr als einmal dabei. Legen wir auf jeden Fall raus. Und nochmal der Widder. Das ist natürlich schade, gleich zum Start jetzt zweimal die doppelte Secret Rare. Ich hoffe, da haben wir nicht allzu viele doppelt, denn ich möchte euch viel zeigen. Verbotsschlange, der Anlaufbefehl und Code Lüfter als Secret Rare. Ist schon ein interessantes Set. Der Link zum Display oder zu den Einzelkarten ist auch in der Videobeschreibung, falls euch das Set interessiert. Dynamite-Kämpfer, der wahre Drachenkrieger, hier mit seinem Reprint, Super Rare, ganz cool. Unterterror, Unterwäldlerin und Bruderschaft der Feuerfaust V. Ja, auch eine neue Karte natürlich als Link-Monster für die Feuerformation, für eine Feuerformation-Archetype. Auch, glaube ich, eine beliebtere Karte aus dem Set. Powerhold, die mobile Batterie haben wir dann, gelber Apparat, Bruderschaft der Feuerfaust, Hahn, Defcon, Vogel und Secret Rare, Zünderhitze, der wahre Drachenkrieger. Den will man natürlich ja auch im Playset haben, ist aber keine Shortprint, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Aber ihr merkt, wir ziehen, glaube ich, bisher nicht die wichtigen Feuerformation-Monster. Wir haben Geist jetzt hier, Feuerformation Yoko und nochmal Sinto, schon die zweite Doppelte. Und wir haben noch 2 Packs auf der rechten Seite. Das heißt, das hier ist jetzt das 11. Pack. Latenz, Chronograph-Zauberer, der 2. Kann man, denke ich, auch wieder rauslegen. Muss im Pendeldeck natürlich, nachdem auch Astro dann gebannt wurde. Vollformation, Tensu, goldener Apparat und Anlaufbefehl, Ausrüstungskraft. Die neuen Apparatkarten klärt mich gerne auch in den Kommentaren auf. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mit denen befasst habt, habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht, ist jetzt nicht so mein Thema, die Apparate. Feuerformation gefällt mir da schon ein bisschen mehr. Defcon Vogel, Latenz, Amorphage Unzucht und Botschaft der Feuerfaust, Schwan, die Fusionskarte. Und dann geht's weiter mit der linken Seite.
Wir haben Elbphase, Unterterror, Unterwettlerin, Majestät Mädchen, die wahre Drachenwirkerin, Botschaft der Feuerfaustgeist und nochmal Sinto, die dritte. Das ist in diesem Nebensatz immer richtig schade. Und da sind dann halt wahrscheinlich die Slots weg von den Shortprints. Letzte Schlacht des Unterterrors, der Bär, Feuerinformation Yoko, Verbotsschlange und Sigurd nochmal die Ausrüstungskraft. Das heißt, dreimal Sinto, zweimal die Ausrüstungskraft und zweimal der Widder. Das sind sozusagen, ja, schon ein paar Packs, die uns da fehlen, kann man schon fast sagen. Signet Konflikt, silberner Apparat und Vollformation Ingen. Oh, wir ziehen echt viel doppelte Secret Rares. Eine versteckte Stadt wäre noch cool. Kann mir aber nicht vorstellen, dass sie zwei in Display packen, wenn sie es shortprinten. Unser Cerberus, den kann man, denke ich, auch rauslegen. Und dahinter der Aufstieg des Erzunterwelts auch schon dabei gewesen. Freunde, das kann aber jetzt hier nicht sein, dass sie uns so viele doppelte Secrets reinpacken. Dynamite Kämpfer, Amorphage Goliath ebenfalls dabei, ganz cool. Schrott Recycler, auch eine coole Karte, die man rauslegen kann. Und der zweite Zünster Hitster. Also, die zweite Hälfte war jetzt 5 von 6 Karten, wie auf der rechten schon vorhanden. Golden Apparat und Feuerfestung auf dem Gipfel Liang, auch für die Feuerformation, eine Spielfeldzauberkarte. Papex haben wir noch, eine Shortprint bei den Secrets muss dabei sein, da bin ich mir eigentlich sicher. Anlauf, Gefreiter, Comet, Dynamo, der Kardinal und Feuerformation Domai. Als permanente Zauberkarte, die bekommen halt hier wirklich viel Support, schade aber, dass Konami da wirklich so viele Shortprintet. Deswegen werden die Karten natürlich auch ein bisschen teurer. Grüner Apparat und der dritte Aufstieg des Erzunterwäldlers. Wenn sie wenigstens uns die verschiedenen ziehen lassen würden, damit ich euch hier alle Erzunterwäldler zeigen kann. Aber nein. Elbphase, gelber Apparat, roter Apparat. Wir hatten gerade alle Standardapparate im Pack. Und nochmal Tanky, die zweite. Playset fast voll. Wir haben noch drei Packs. Und naja. Bei den Super Rares haben wir ein bisschen was Cooles gezogen, aber die Secrets lassen so ein bisschen auf sich warten und enttäuschen bisher die vierte Sinto. Die vierte ultimative Feuerformation Sinto. Das ist zu viel Konami bei 24 Boostern. Tigerkönig, Bär, Elbphase, Botschafter Feuerfaust, Gorilla und nochmal Feuerfestung auf dem Gipfel Liang. Und das letzte Booster von diesem Set, von diesem Display. Amorphage Goliath, Chronograph Zauberer, von dem ziehen wir das Playset. Kodiersprecher, Dynamite Kämpfer, der wahre Draco Krieger, das heißt nur eine versteckte Stadt, ein Meister Cerberus, ein Schrott Recycler dabei gewesen. Und Secret, Erwachen des Erzunterwäldlers als Ritualkarte. Da haben wir wenigstens die Gewissheit, was es für ein Typ ist, also Ritual. Und ja. Jetzt weiß ich gar nicht, ob hier überhaupt eine short geprintete Secret Rare dabei war. Der Pfau ist nämlich, glaube ich, keine. Und ansonsten sehr viel doppelt. Zwei Tankies sind cool, also ich würde jetzt einfach mal als, ja, coole Karten rauslegen. Zünderhitze, den Pfau und Tanky. Die haben wir jeweils zweimal gezogen. Aber ich glaube, beim Rest, da muss man ein bisschen meckern mit Konami, denn viermal Sinto oder fünfmal, war es fünfmal? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Das ist zu viel. Das ist zu viel bei 24 Packs. Ansonsten sind coole Karten drin. Playset Chronograph Zauberer ist dabei. Cerberus, Schrott Recycler und immerhin eine versteckte Stadt dabei gewesen. Also, sagt mir gerne, was ihr so gezogen habt. Mich würde es interessieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, liked dieses Video auf jeden Fall, denn wir verlosen wieder ein Display. Lasst ein Abo da. Denkt dran, eure Abos auf öffentlich zu stellen, dass wir überprüfen können, dass ihr auch abonniert habt. Und schreibt einen Kommentar mit eurer Wunschkarte aus diesem Set. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier bei Gate to the Games. Haut rein und ciao.